Hi Sascha, am Wochenende habt ihr das Spiel innerhalb von 100 Sekunden einmal gedreht. Wie hast du das Spiel gesehen und was hast du für wichtige Entschlüsse rausgezogen? Ja, hi Joey. War natürlich ein Erlebnis der Extraklasse, so ein Stück weit. Also riesen Adrenalinspiegel danach. Wir haben ja schon drüber gesprochen, auch am Sonntag. So richtig dran glauben konnte man dann natürlich nicht mehr dran. Das war ja auch ein bisschen vermessen. Aber ich habe ja auch gesagt, so dass ein Tor fällt, dafür waren wir, glaube ich, gut an dem Tag. Das hat man immer so gespürt. Wir haben es gar nicht so gut gemacht. Aber dann haben wir es irgendwie durch zwei Einzelaktionen, eine super Ecke, ja, ein super langer Ball und eine überlegte Einlage ins Tor, haben wir das dann irgendwie noch geschafft. Und ja, das ist eine Riesenmoral der Mannschaft, ein Riesenglaube der Mannschaft. Und ja, der Punkt ist natürlich jetzt Bonus. Aber da wir jeden Punkt in dieser Liga brauchen, ist das uns am Ende natürlich egal, wie die zustande kommen. Und gibt ein gutes Gefühl für die Woche jetzt. Wir haben das Spiel aufgearbeitet. Wir haben in der Tat, wir haben gar kein gutes Spiel gemacht. Das müssen wir ehrlich so analysieren. Wir haben viel zu große Abstände gehabt gegen den Ball. Wir hätten da echt dolle bestraft werden können an dem Tag. Das haben wir auch schon aufgearbeitet. Ja, haben nicht gut durchgeschoben. Wie gesagt, große Abstände. Es hatte auch nicht jeder, glaube ich, so seinen besten Tag. Warum schwere Beinchen bei dem einen oder anderen durch die ganzen warmen, langen Wochen jetzt auch vielleicht. Ja, und da kam so ein bisschen alles zusammen. Und ja, Hut ab, dass du nicht 5-0 verlierst, sondern dass du halt dort mit einer Riesenmoral halt einen Punkt holst. Ja, und jetzt geht es darum, uns wieder zu sammeln, uns frisch zu machen, eine Frische an den Tag zu legen am Samstag, weil da erwartet uns ein ganz, ganz schweres Spiel. Du bist klarer Favorit und das muss man sehen, das will ich sehen, das erwarten wir von uns. Das ist unsere Aufgabe als allererstes, dass wir dort dominant und souverän auftreten. Ich denke, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wenn wir es ernst nehmen, was ich von jedem Einzelnen verlange, Dann werden wir da eine Runde weitergehen. Und ansonsten kennen wir die Geschichte ja jetzt ein Stück weit indirekt vom Sonntag. Wenn du nicht bis zum Schluss aufpasst oder in bestimmten Situationen nicht aufpasst, nicht wach bist, dann kannst du dort ganz böse auf die Nase fallen. Und das wollen wir uns natürlich ersparen. Wann können wir denn wieder Alen, Schoschi und Moritz erwarten auf dem Feld zurück? Ja, Moritz steht in der Startelf am Samstag. Das kann ich so rausgeben, wenn jetzt nichts ist im Training, der ist wieder fit. Den bereiten wir im Prinzip schon auf Hertha dann vor, dass er da seine Spielpraxis schon hat. War jetzt ein bisschen raus mit einer Angina, muss man natürlich jetzt vorsichtig sein. Deswegen haben wir da Halle auch nochmal weggelassen, aber der braucht jetzt unbedingt Spielpraxis, dass er dann auch gegen Hertha natürlich voll zur Verfügung steht. Und Alen, ja, ist auf einem guten Weg, läuft ja schon, wird nächste Woche gegebenenfalls schon in die Erwärmungsform einsteigen, also auch schon mal kleine Dinge am Ball machen. Ja, lass mal die Kirche noch im Dorf, will jetzt keine Prognosen abgeben, aber ich denke, allzu lange wird es da auch nicht mehr dauern. Super, Dankeschön.